einer Chefin und hat gesagt, es gibt einen neuen Einsatz. Die Mutter wird zum vierten Kind schwanger und sie ist alleinerziehend und sie hat keine Ressourcen. Ja, das war schwierig. Es war für mich, ich habe jetzt, zuerst haben sie mir alle gesagt, es ist am besten, wenn ich gehe für ihn, weil von mir war außer Haut und Knochen nichts mehr da. Ich habe zum Essen nichts mehr gebraucht, weil einfach zu viel da war, was innerlich gefressen hat. Weil ich gesagt habe, ich schaffe das nicht mehr. Und dann der Tag der Tage, wo ich gesagt habe, ich kann nicht mehr, ich gehe. Und ich gehe wieder nach Knittelfeld. Das war das Erste, was ich gesagt habe. Haben die Familie dann kennengelernt, die haben noch eine Wohnung gehabt, eine kleinere Wohnung. War sehr chaotisch. Ich bin da in so Sachen offen. Und wenn ich weiß, es ist was Gutes, ich schaue, dass meine Kinder auch die Förderungen haben. Und wieso sollte ich mich genieren? Und das ist für die Kinder gut gewesen und für mich auch. Es war eine innige Beziehung, aber die Lisi weiß auch sehr die Distanz. Also, und ich möchte es auch nicht, dass sie das überschreitet, dass ich da ein Helfer bin. Ich möchte sie ja nicht abhängig machen von der Hilfe. Ich bin allein, also es ist wirklich so, es kommt alles auf mich halt, gell? Aber ich versuche es. Es ist kein Meister vom Himmel gefallen. Also nach und nach, ich kann nicht bei jedem gleichzeitig sein. Sie müssen sicher, so, dass sie zurückstecken müssen, aber ich versuche das auszugleichen, also dass ich für alle gleich viel Zeit habe. Ja, für die Kinder eigentlich, dass sie einfach einen guten Schulabschluss haben, dass was wird das ändern.